Man kann wissenschaftliche Theorien überhaupt nicht beweisen. Eine wissenschaftliche Theorie ist reich an vielen, vielen Konsequenzen. Vieles kann man daraus ableiten. Der Nachweis, dass eine dieser Konsequenzen richtig ist, kann nicht nachweisen, dass alle die anderen Konsequenzen richtig ist. Es kann auf diese Weise die Theorie interessanter werden, sie kann sich bewähren, wie der Fachausdruck ist, aber sie kann nicht bewiesen werden. Hingegen hätte die Theorie aber widerlegt werden können, wenn die Eddington-Beobachtung umgekehrt ausgegangen wäre, wenn sie nicht zu diesen Abweichungen geführt hätte. Man muss da ein bisschen schematisieren, aber man könnte sagen, im Allgemeinen kommt die Bewährung nach der Theorie und in der Wissenschaft. Und erst kommt die Theorie, die spekulative Erklärung, oder wenn Sie wollen, die Hypothese oder die Vermutung oder das Raten, das kommt zuerst. Und dann versucht man, Experimente zu machen, um diese Theorie dann zu überprüfen. Und hier ist das Wichtige, dass die Experimente nur anscheinend daraufhin angelegt sind, um die Theorie zu beweisen. In Wirklichkeit müssen die Experimente daraufhin angelegt sein, die Theorie, wenn möglich, zu widerlegen. Der Wissenschaftler ist manchmal etwas verblüfft, wenn er hört, dass der Wissenschaftler ist sich dessen oft gar nicht bewusst. Bewusst will er seine Theorie stützen. Aber nur solche Experimente können eine Theorie stützen, deren Ausgang die Theorie widerlegen könnte. Die Wissenschaft ist also wesentlich theoretisch. Alle Wissenschaft ist wesentlich theoretisch. Das ist übrigens auch eine Idee, die mich von dem sogenannten Positivismus natürlich vollkommen unterscheidet. Denn der Positivismus war immer antispekulativ, während ich behaupte, dass die Wissenschaft spekulativ vorgeht. Alle Wissenschaft geht es wesentlich spekulativ vor. Die Leute, die an die absolute Wahrheit geglaubt haben, auch geglaubt haben, dass sie die absolute Wahrheit in ihrer Tasche haben. Sie haben alle möglichen Theorien vorgebracht, die sie als absolut wahr hingestellt haben. Deshalb ist dann der absolute Wahrheitsbegriff gerade von den mehr bescheidenen Denkern verworfen worden. Das war aber ein Fehler. Die richtige Einstellung ist zu sagen, es gibt eine absolute Wahrheit. Leider wissen wir, sogar wenn wir die Wahrheit aussprechen, oft nicht, ob es wirklich wahr ist, was wir sagen. Wir sagen manchmal, sprechen wir von wissenschaftlichen Theorien nicht. Eine wissenschaftliche Theorie ist vielleicht wahr im Sinne des absoluten Wahrheitsbegriffes, aber wir können es nicht beweisen. Wir wissen nicht, ob sie wahr ist. Alles, was wir sagen können, ist, dass sie sich bewährt. Aber wir haben die Wahrheit sozusagen nicht in der Tasche. Und sogar wenn wir sie in der Tasche haben, kennen wir sie nicht als wahr. Können wir sie nicht als wahr identifizieren. Und aus diesem Grund ist also der absolute Wahrheitsbegriff mit Vorsicht zu gebrauchen. Das heißt, als ein Ideal oder was Kant eine regulative Idee genannt hat. Ist eine regulative Idee, die leitet uns, reguliert unser Denken, aber es ist nicht eine Idee, die wir realisieren können und erreichen können und wissen können, hier haben wir die Wahrheit. Es gibt natürlich einfache Sätze, von denen wir wissen, dass sie wahr sind. Die mehr interessanten Sätze, für die müssen wir die Frage der Wahrheit durch kritische Diskussion, müssen wir der Frage, ob sie wahr oder falsch sind, näher kommen. Und die wirklich schwierigen wissenschaftlichen Sätze bleiben alle immer Vermutungen, die sehr gute Vermutungen sein können und sehr gut bestätigte, sehr gut bewährte Vermutungen sein können. Aber sie bleiben doch immer wieder Vermutungen und wir finden immer
heraus, dass unsere Theorien an Stellen falsch sind, wo wir es nicht sozusagen vorausgesehen haben. Diese Diskussion der Wahrheit ist sehr wichtig, denn nur wenn wir einen Begriff der absoluten Wahrheit aufstellen, nur dann können wir wirklich sehen, wie bescheiden wir sein müssen, weil wir eben kein Kriterium der Wahrheit haben, weil wir die Wahrheit nicht in der Tasche haben. Was ich Fallibilismus nenne, im Englischen, also Fehlbarkeitstheorie, die Fehlbarkeit nicht nur jedes Menschen, sondern die Fehlbarkeit der Wissenschaft, was eine sehr wichtige Position ist. Was wir Fallibilismus nennen, verlangt sozusagen als eine Ergänzung, dass wir einen absoluten Wahrheitsbegriff aufstellen, an dem wir unsere Fehlurteile, unsere Schwächen dann messen.